Hallo, ich lese euch ein Tustelente der Morgen und der Jück guckt wieder mit, aber sein Freund Marien guckt auch mit. Oder hört, besser gesagt. Okay. Irgendwann mussten alle eingeschlafen sein, denn plötzlich merkte Annelie, dass sie aufgewacht war. Und da musste sie ja vorher geschlafen haben. Im Abteil war es heller geworden. Durch die Ritzen neben dem Rollo strahlte Licht. Draußen schien die Sonne. Jasper stand mit hängendem Kopf da und schaukelte im Takt mit dem Zug. Der grüne Vorhang neben dem Fenster sah irgendwie seltsam aus, als hätte jemand in der Nacht daran gekaut. Er war allerdings nicht kaputt, nur nass. Annelie linste zu Niklas herunter. Er schlief noch. Tante Tinne schnaufte friedlich vor sich hin. Wenn sie nur so weitermachen würde, bis sie in Stockholm ankamen. Annelie begann zu überlegen. Bald würde der Schaffner kommen, um sie alle zu wecken. Und als Erster würde er die Tür öffnen. Und was würde er sehen? Natürlich Jasper. Annelie wälzte sich unruhig hin und her. Was würde dann passieren? Würde er das Pony beschlagnahmen oder würde Tante Tine Strafe bezahlen müssen? Am besten stelle ich Jasper fürs letzte Stück in die Toilette, dachte sie. Lautlos wie ein Geist kletterte Annelie aus der Koje nach unten und schob genauso lautlos die Abteiltür auf. Nicht einmal Jasper bewegte sich. Sie ging vorsichtig hinaus und machte die Tür hinter sich zu, um nachzuschauen, ob jemand im Gang unterwegs war, bevor sie das Pony herausholte. Der Zug ruckelte so sehr, dass sie sich, verschlafen wie sie war, kaum auf den Füßen halten konnte. Aber schließlich erreichte sie doch die Toilette, in der es hell und leer war. Als sie wieder herauskam, ging der Schaffner gerade in Richtung Lokomotive vorbei. Annelie rief leise hinter ihm her: Herr Schaffner, Herr Schaffner! Er blieb stehen und drehte sich um. Annelie wurde verlegen, aber sie musste unbedingt erfahren, wie alles weitergegangen war. Was hat der Herr gesagt, der ein Pferd gesehen hat? Flüsterte sie. Der Schaffner schnaubte. Jetzt hatte er sie von heute Nacht wiedererkannt. Nichts, erwiderte er kurz. Er ist schon ausgestiegen. Annelie lächelte erleichtert, huschte dann zu ihrem Abteil zurück und blieb davor stehen, bis der Schaffner verschwunden war. Dann schob sie leise die Tür auf und tätschelte Jasper vorsichtig das rechte Hinterteil, bis er den Kopf umdrehte und führte ihn ins rechte Korridor hinaus. Er sah bereits munter und unternehmenlustig aus. Mein süßes kleines Jappi, jetzt sind wir bald zu Hause. Und dann wirst du sehen, wie schön es bei uns ist, flüsterte Annelie ihm ins Ohr. Ich habe ein eigenes Zimmer und Niklas auch. Und für den Anfang darfst du in der Garage wohnen. Aber bald bauen wir dir einen eigenen Stall. Das heißt, wenn Papa es erlaubt, natürlich. Sie führte ihn in die Toilette und ließ ihm Wasser in das Waschbecken ein. Aber als sie die Tür schließen wollte, stellte sie fest, dass es nicht möglich war. Die Tür ging nach innen und solange Jasper drin stand, ließ sie sich nicht schließen. Jasper erst rauszuführen und dann die Tür zu schließen, hatte natürlich keinen Sinn. Annelie wurde es kalt vor Entsetzen. Was sollte sie jetzt tun? Da fiel ihr die Plattform am Ende des Waggons ein. Dort im Freien wäre genügend Platz für Jasper
und weil Ponys keine Gitter öffnen können, bestand keine Gefahr, dass er rausfiel. »Komm, Jasper, schnell, schnell in diese Richtung!« Annelie zerrte ihn aus der Toilette und begann im Eiltempo durch den Korridor zu rennen. Jasper folgte ihr begeistert. Ein einziges Mal musste sie im Übergang zwischen zwei Wagen warten, bis ein Mann eine Zigarette zum Fenster hinausgeworfen hatte, bevor er in sein Abteil ging. Schließlich gelang sie glücklich hinaus auf die Plattform. Hier pfiff ein kalter Wind um die Ohren. Annelie in ihrem dünnen Schlafanzug presste sich an Jasper und hielt ihre Haare fest, damit sie nicht davonflogen. Jasper schnappte nach Luft, aber und sah zufrieden aus. »Du brauchst deine Decke, sonst erkältest du dich.« Annelie musste schreien, weil es hier so draußen so laut war. Jasper wieherte. Das Wiehern flog so schnell mit dem Wind davon, dass niemand es hätte hören können. »Ha! Hier draußen kannst du so viel wiehern, wie du willst«, schrie Annelie. »Bleib jetzt brav stehen, Jappi. Ich komme gleich zurück.« Dann lief sie erleichtert durch den Zug. Dort draußen auf der Plattform würde Jasper ungestört sein. Dort hatte niemand etwas zu suchen. Im Abteil weckte sie Niklas und flüsterte ihm zu, wie gut sie alles gelöst hatte. Niklas klopfte ihr auf den Rücken. »Super«, sagte er leise. »Warum sind wir nicht gleich eingefallen? Die ganze Nacht hätte er da nicht stehen können. Dann wäre er bestimmt erfroren«, fand Annelie ein. »Seid ihr schon wach?«, sagte Tante Timmy. Sie setzte sich auf und zog wieder ihr feilschenblaues Bettjäckchen über und schaute freundlich zu ihnen herunter. »Unglaublich, es ist schon fast 5:30. Da haben wir trotz allem doch ziemlich viele Stunden geschlafen. Seid ihr müde, Kinder?« »Nein, kein bisschen«, sagte Annelie. »Guten Morgen, liebe Tante.« »Wir sind munter und quietschvergnügt«, sagte Niklas. Er hüpfte aus dem Bett und stellte sich mitten ins Abteil, um sich tüchtig zu recken und zu strecken. Doch dann begann der Zug sich seltsam zu benehmen. Der Boden, der bisher einen hartnäckigen Klapperschlange gerüttelt hatte und gebebt hatte, bekam plötzlich eine Zuckung. Die Trinkgläser und die Karaffen klapperten in ihren Behältern an der Wand und die Mäntel an ihren Haken hüpften. Der Zug hatte vor anzuhalten. Niklas und Annelie rissen die Augen auf. »Sind wir schon da?«, schrie Niklas. »Nein, nein, wir sind wahrscheinlich in Järna oder womöglicherweise in Södertalje«, sagte Tante Tinne. Niklas stürzte in den Korridor hinaus. Annelie wäre am liebsten hinterhergestürzt. Sie wusste nämlich, was er vorhatte. Er wollte nach Jasper schauen, damit niemand kam und ihn wegholte. Aber Tante Tinne allein zu lassen, wagte sie doch nicht. »Hast du gut geschlafen, Tante Tinne?« »Nein, ich habe haarsträubendes Zeug geträumt«, sagte Tante Tinne. Alles drehte sich um Pferde und stampfende Pferde und lachende Pferde und Pferde, die Schaffner bissen. Das letzte habe ich sicher halber zweimal geträumt.« »Waren die niedlich?«, fragte Annelie. »Nein, sie sahen bei Malen so aus wie unsere Schaffner hier im Zug«, sagte Tante Tinne zufrieden. Sie streckte die Beine über den Bettrand und kletterte vorsichtig auf ihrer kleinen Bettleiter nach unten. »Vielleicht ist es besser, sich schon mal auszuziehen«, sagte sie. »Ich mache den Anfang, dann könnt ihr euch nachher am Waschbecken waschen.« Niklas riss die Tür auf und kam hereingestürzt. »Gehst du kurz raus in den Gang, Niklas, damit ich mich in Ruhe anziehen kann«, sagte Tante Tinne freundlich. »Das dauert nur ein paar Minuten.« Niklas stürzte wieder heraus. Annelie starrte ihm hinterher. Er hatte Jaspers Futtertüte an sich gerissen, die sie in der Nacht hergeholt hatte. Seinen eigenen Rucksack und noch einiges mehr. Wenn Tante Tinne jetzt die
Tüte sah, doch da war Niklas schon verschwunden. Annelie wollte sich herausdrängen, um ihn zu fragen, was er vorhatte, aber Tante Tinne war im Weg. Also konnte sie nur die Nase ans Fenster pressen, in der Hoffnung, um die Ecke schauen zu sehen können. Was am Ende des letzten Wagens geschah, Tante Tinne wusch sich. Sie hatte alle ihre hübschen Fläschchen mit Duftwasser und Mundwasser vor dem Spiegel aufgereiht und pflegte sich genauso gründlich, als wäre sie daheim in ihrem eigenen Badezimmer. Plötzlich drehte sie sich um. Weint da jemand? Was ist denn, Annelie? Freust du dich nicht, wieder nach Hause zu kommen? Doch, doch, es ist es nicht, murmelte Annelie. Du hast irgendwas, das höre ich doch, sagte Tante Tinne und kam zu ihr her. Na, mein Schatz, jetzt erzähl deine Tante mal, was dir fehlt, dann werde ich dich trösten. Ich sehe gerade ein armes kleines Pony, das vom Bahnsteig weggeführt wird, flüsterte Annelie. Ach, sonst nichts, sagte Tante Tinne. Als ob das so schlimm wäre. Natürlich ist es schlimm, sagte Annelie. Es darf nicht mehr im Zug bleiben. Was wird jetzt aus ihm, wenn es hungern muss und schlecht behandelt wird? Ich werde nie mehr froh, in meinem ganzen Leben nicht. Unsinn, Annelie. Dem Pony passiert bestimmt nichts. Sein richtiger Besitzer wird ihn bald abholen. Und dann leben sie glücklich bis am Ende ihrer Tage, wie es in den Märchen heißt, sagte Tante Tinne munter. Glaubst du das wirklich, Tante Tinne? Seufzte Annelie und Tränen erstickt sie sah, wie ein paar Bahnarbeiter Jasper zum Bahnhofgebäude führten, nach einem Platz suchte, wo sie ihn anbinden konnten und sich für die Regenrinne an der Ecke des Bahnhofs entscheiden. Annelie biss sich auf die Fingerknöchel, um nicht zu schreien. Es war einfach entsetzlich. Jasper war entdeckt worden. Warum hatte Niklas nichts unternommen? Sie hätte um sich schlagen und getreten und gebrüllt. Wo steckt er überhaupt? Tante Tinne tätschelte Annelie den Kopf. Wie lang muss der Zug eigentlich noch hier auf diesem Bahnhof stehen bleiben? Fragte sie. Wir fahren ja schon. Spürst du nicht, wie der Boden wieder ruckelt? Annelie schlug die Hände vors Gesicht. Sie trug es nicht, Jasper verschwinden zu sehen. Ach ja, stimmt, jetzt fährt er, sagte Tante Tinne. Schau mal dieser Junge mit dem Schlafanzug an. Der muss es wohl ausgestiegen sein. Ich glaube, der interessiert sich noch mehr für das Pony als du. Seltsam, wie mich er an Niklas erinnert. Und einen Rucksack hat er auch dabei. Ja, flüsterte Annelie atemlos. Niklas war tatsächlich ausgestiegen. Sie konnte ihn zwischen den Fingern hindurch sehen. Der Junge ist natürlich zu spät geweckt worden und hat keine Zeit gehabt, sich anzuziehen, fuhr Tante Tinne fort. Was? Das gibt es nicht. Nein, aber was denn? Wie, das ist doch Niklas! Niklas! Schrie Tante Tinne. Niklas! Leb wohl, Niklas, leb wohl! Pony, rief Annelie und warf beiden Kusshänden zu. Ich glaube, ich werde ohnmächtig, rief Tante Tinne. Doch das wurde sie nicht. Sie wurde kein bisschen ohnmächtig. Stattdessen warf sie sich ihren Mantel über, riss die Abteil auf. Was fällt dem Jungen einfach ein, auszusteigen? Rief sie aus. Bestimmt wandelt er im Schlaf. Haltet ihn, lass mich durch. Ich muss augenblicklich aussteigen. Warte, Tante Tinne, es ist lebensgefährlich, jetzt auszusteigen. Die Bäume rennen schon vorbei. Der Zug fährt doch schon längst, schrie Tante Annelie. Das tut er überhaupt nicht. Das kann er nicht tun. Niklas ist dort auf dem Bahnsteig. Ich verbiete dem Zug zu fahren. Lass mich los. Bitte, bitte, liebe Tante Tinne, tu es nicht, schluchzte Annelie. Das darfst du nicht. Bist du verrückt? Sollen wir nicht lieber die Notbremse ziehen? Na? Was hast du da gesagt? Sagte Tante Tinne. Jetzt war sie plötzlich wieder ruhig. Wo ist die Notbremse? Ist es die hier? Nein, ich glaube, es ist wahrscheinlich der Griff des Wandschranks, vermutete Annelie. Tante Tinne sah sich mit wildem Blick um. Das Einzige,
Was er erblickte, war der Schaffner von gestern Nacht. Aber jetzt war es ihr gleich, mit wem sie sprach. »Ich muss die Notbremse ziehen«, teilte sie mit. »Zeigen Sie mir, wo sie ist.« Der Schaffner zog die Augenbrauen hoch. Das konnte er gut. Seine Augenbrauen fuhren langsam in die Stirn hinauf, wie ein Fahrstuhl. »Die Notbremse ziehen«, sagte er. »Warum denn?« »Mein kleiner Neffe ist im falschen Bahnhof ausgestiegen. Der Junge im Schlafanzug. Warum haben Sie ihn nicht daran gehindert?« »Und ob ich nichts anderes zu tun hätte«, sagte der Schaffner. »Woher soll ich wissen, wo die Neffen anderer Leute wohnen? Ich konnte ja nicht ahnen, dass er noch nicht aussteigen sollte. Reden Sie nicht so viel, sondern ziehen Sie die Notbremse. Sie kehr Sie«, rief Tante Tine mit aller Kraft. Doch da wurde der Schaffner bockig, seine Pflichten gemäßigt. Er baute sich gekreuzte Arme vor der Notbremse auf und atmete tief ein, bis er so groß wie möglich wurde. »Hier werden keine Notbremsen gezogen«, teilte er mit. »Die sind für ernsthafte Unfälle vorgesehen. Wenn wir ankommen, können Sie den Bahnhof anrufen und den Personal dort bitten, den Jungen in den nächsten Zug zu setzen. Dem Jungen passiert nichts. Er kann auch im Wartesaal sitzen und den Fahrplan lesen. Wie alle anderen auch. Damit ruckelte der Zug weiter nach Stockholm.« Oje. Dann lese ich euch morgen Niklas und Jasper allein unterwegs. Oha, hoffentlich läuft es gut. So. Dann bis morgen.